Ja, Sophie, fang du mal an. Womit soll ich denn anfangen? Was Manu eben gerade gefragt hat. Das alte Jut, oh Mann, ey. Wie gesagt, mein 13, 14 Lebensjahr ist gut. Ja? Also bin ich gegangen früher. Irgendwann hatte ich mal gefragt, so, ob ich da runtergehen kann in den Proberaum und mal ein bisschen Schlagzeug spielen darf. So. Und dann hatte Henry damals gesagt, ja, kein Problem, schließ denn hier auf, irgendwie so, ich könnte ja ein bisschen Mucke machen und so. Und dann habe ich halt so den größten Teil meiner Freizeit immer im Jutz verbracht. Da hingen ja immer eine ganze Menge Leute ab und die haben halt auch immer Mucke angemacht und so. Ich kann mich daran erinnern, da lief alles durcheinander. Da waren Punk-Kassetten im Tape-Deck oder Death Metal lief da heiß, genau. Weil in der Gründungszeit vom Jugendzentrum hat ja die Stadt auch so ein bisschen Misstrauen gegen die Vereinsführung gehabt. Wer weiß, was da geschult wird, wer weiß, was da für Remi-Demi läuft. Und dann haben sie halt gesagt, okay, ihr kriegt da zwei Sozialpädagogen rein, die sollen ein bisschen aufpassen. Und im Laufe der Jahre wuchs man dann aber ziemlich gut zusammen. Und dann war das eben nicht mehr so, dass es irgendwie eine Aufsichtsfunktion war, sondern dass man ganz gut miteinander konnte. Haben wir uns dann das vorgenommen und haben dann halt rumgehangen. Jeder hat so seine Bandprojekte begonnen. Kumpels von mir haben Asmodeus gegründet. Michi hat viele Konzerte auch gemacht. Und dann war das spannend, so die ersten Death Metal Konzerte in Pferden in Youth zu haben, so wie Age of Sanity oder halt Necronie. Später habe ich dann auch mal Konzerte gemacht. So hatte dann mal Konzert dann halt in die Authentic gehabt, mein erstes. Danach noch einmal mit Live zusammen Konzerte organisiert. Hat man
Punk-Dinger gemacht. Irgendwie hingen wir da auch immer alle so zusammen und das war halt irgendwie auch so eine Clique. Ich würde sogar fast sagen, dass das schon sehr familiär war, wenn man da halt hingekommen ist. Natürlich ist man da auch mal hingegangen, was weiß ich, nachmittags irgendwie Bier zu spielen oder so. Hatte auch so seine ganz eigene Atmosphäre. Das war halt so eine kleine neue Welt, die sich da aufgetan hatte. So. Ja, und da fing dann halt auch so das Interesse für Mucke an. Ne? Also die haben ja alle so immer ihre Kasis dabei gehabt oder so und dann war die Anlage an und dann hat man halt unten mit den anderen Leuten zusammen entweder vorm Jutes oder im Jutes gehangen. Das hat auch immer ein bisschen was mit dem Wetter zu tun gehabt. Natürlich hat auch der Vorstand mal darauf geguckt, was machen die Kids da eigentlich, und natürlich haben auch die Sozialpädagogen mal eben die Getränke nachbestellt. Das war eigentlich unsere Aufgabe. Ja, also es lief ziemlich harmonisch, auch noch so ein bisschen durcheinander, aber letztendlich hat es sehr gut geklappt. Irgendwann war das halt so, dass ich im Jutes, das war irgendwie am Wochenende, ich kam gerade von der Schule ins Jutes und dann war da eine Band, die hatten da gerade aufgebaut für ein Konzert. Mein erstes Konzert, wo ich alleine war, war tatsächlich in der Dampfmühle in Verden. Und zwar muss das 92 oder 93 gewesen sein, bei Hass. Also ich bin da irgendwie 11 oder 12 Jahre alt. Ja, ich war vorher noch nie auf einem Konzert. Kein Peil gehabt, was die da gerade machen. Ne? Und dann haben die da wohl so Soundcheck gemacht. Das war eigentlich so das erste Mal, dass ich eine Band live auf der Bühne gesehen habe. Das waren Molotow Soda. Und da hatte ich irgendwie Hans und Hinnack angeschnackt, irgendwie, ihr fahrt nach Fern, nimmt mich mal mit. Und die so, ja gut, alles klar. Und dann bin ich da mit Iro irgendwie so klein, solche Schuhe und hab dann Hast gesehen. Das war 1989, also da war ich 13. War das aber so, dass ich noch recht jung war und meine Eltern hatten da nicht so Bock drauf, dass ich da so lange im Jutze da rumhänge. Und haben mich dann halt irgendwann abends um 10 abgeholt. Ich hab das mega abgefeiert und bin da von der Bühne runtergesprungen und hab Stage-Diving gemacht. Und ich habe ja nichts gewogen. Und dann haben die Großen, weißt du, so ein Kerl mit Flugatti auf dem Rücken, so ein Punker irgendwie, die haben mich dann auch so rumgereicht und rumgeschleudert. Du, ich erinnere mich daran. Und ich habe dich nämlich damals auch aufgefangen. Ich kann mich so gut daran erinnern. Geil. Echt Hammer. Irgendwann ein paar Monate später war das auf jeden Fall so, dass man, also mein allererstes Jutes-Konzert, das war auch 1989 und das waren dann halt eher 80. Also eher 80 war natürlich immer ein Hammer, es war immer alles voll. Da hatten meine Eltern mit Henry und Anita, den Sozialpädagogen, so ein Deal irgendwie so, wir holen unseren Sohn um 11 ab. Und dann waren gerade eher 80 so. Die haben ja gerade so 4, 5, 6 Lieder gespielt und dann musste ich schon nach Hause, weil meine Alten halt da vor der Tür standen. Aber dann habe ich halt nur so im letzten Moment, habe ich dann noch irgendwie so mein Taschengeld zusammengekratzt und haben mir dann halt noch eine eher 80 Platte gekauft, was auch meine erste Schallplatte dann war. Das sind nur noch so ein paar verschwommene Phrasen. Ich bin dann irgendwie mit Hans und Hinnack wieder zurück, habe da glaube ich noch fast ins Auto gekotzt oder zumindest dann haben sie noch schnell angehalten und das war der Einstieg und dann bin ich eigentlich danach regelmäßig immer dahin gegangen. Das Jugendzentrum hatte so ein Einzugsgebiet durchaus von 30, 40 Kilometern. Mit dem Fahrrad oder per Tramp, per Autostopp irgendwie ins Jugendzentrum gekommen, nur um so zu einem Konzert zu fahren. Das war für die was ganz Besonderes. Ein sympathischer Laden und eine sympathische Crew. Das war ja auch unsere zweite Heimat. Angerufen, kommst du heute Abend ins JZ und dann ist man halt losgetigert. Und wenn ich dann draußen stand und Bier getrunken habe, dann habe ich diese Leute schon erkannt. Die hatten halt so einen ganz anderen Blick. Und irgendwann stand da auch so ein Luna. Und der stand da halt so rum. Es war so ein bisschen unwahrscheinlich, dass man in Verden so gute Leute trifft, die sowas auf die Beine stellen. Weil das, also ich komme ja irgendwie auch aus Niedersachsen, aus der Provinz, so deutlich kleiner, halt vom Dorf, nicht aus einer Kleinstadt. Und das Einzige, wo ich denke, ja, Verden hatte wirklich was Schönes, das war einfach das Jugendzentrum und das waren die Punks, das war das Abhängen in der Fußgängerzone oder unten an der Aller. Es gibt eben Kleinstädte, die haben sowas, die haben ein Jugendzentrum oder ein AZ, was einfach total geile Sachen auf die Beine gestellt hat. Und es gibt andere Städte, die sind noch größer, das sind auch vielleicht interessiert und die haben sowas nicht. Und denen fehlt halt total was oder deren Jugend ist einfach dem Untergang geweiht. Ist Verden und das war immer das Problem auch bei uns, eine Stadt zum Weglaufen. Natürlich ein Bezugspunkt für die ganze Region, also die Leute sind da von überall, von den Dörfern drumherum und so hingekommen. Das war schon sehr wichtig und hat, glaube ich, auch viele Leute da geprägt, dieses
Punk-Zentrum. So, wenn du da stehst, so, und dann, wer da alles gespielt hat, so, da schlackerst du halt mit dir drüber. Legendär waren noch die Lowlander, die da gespielt haben. Color My Soul und ER80 erinnere ich mich noch dran. Boxhamsters, Lost Lyrics, Walter Elf. Und irgendwann wurde man angefixt. Wolle und Moiken, die haben Fing Out gemacht. Die haben auch so Bands geholt wie HDQ und Apps. Da hingefahren, um mir Shelter anzugucken. Toxic Reasons haben die gemacht, also auch echt geiles Zeug, auch geiles internationales Zeug. Green Day habe ich da gesehen, um mal eine größere zu nennen. Dass jetzt Subhumans waren oder Extreme Noise Terror. Wir hatten dann Toxoplasma. Beatsteaks haben da gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Wolf Brigade, Adolescence, Tankard war auch ein ganz geiles Ding. Die erste Green Day Tour. 200 Leute oder 300 Leute da, ich weiß es. Pullermann. Wenn du überlegst, dass No Ash X damals mit den Drowning Roses auf ihrer ersten Deutschland-Tour da als Ami-California-Punk-Kiddies aufgekreuzt sind, irgendwie Billard gespielt haben, sich vorlaufen lassen haben, da in Münzen gepennt. Das waren alles Hammer-Konzerte, aber natürlich auch ja, die ganzen Deutsch-Punk-Bands, die damals unterwegs waren und so. Im Einzelnen hieß es, glaube ich, nicht mehr so richtig zusammen, weil es auch eine verschwommene Zeit ist. Ich wusste auch immer gar nicht, wer da spielt. Das war mir ja egal. Ich wollte ja einfach Mucke hören. Das war halt auch ein Begriff, das du hieß. Ne? Das bis zum Ende. War das ja überregional wirklich ein kultiger, anerkannter Konzertort, wie wir da einfach von weit hergekommen sind. Leider ist es eine Erinnerung. Und viel erlebt, tolle Leute kennengelernt, tolle Bands gesehen. Pferden war damals irgendwie unglaublich, denn in Pferden gab es eine riesige Musikszene in einer Kleinstadt. Und in allen anderen kleinen Städten, die es so herum gab es diese Szene in dieser Größe, also auch früher an Hippie- und Rockbands, halt überhaupt nicht. Die gab es irgendwie für eine ganze Weile nur in Pferden. Und es hat sich dann um das Jutz gedreht. Ich mag behaupten, dass Pferden als Kleinstadt in den 80ern, Anfang 80er, Ende 70er, Anfang 80er, also schon eine sehr aktive Underground-Szene hatte und auch eine sehr aktive Polit-Szene hatte. Ich weiß gar nicht, ob es ein Radiomoderator war, aber der hat Pferden mal als London der norddeutschen Tiefebene bezeichnet. Also drei sind aus Dörfherden gekommen. Da war Pferden natürlich, das war natürlich der Punkt. Ja. Da sind wir alle zum Gymnasium gegangen. Da war Pferden halt die Kreisstadt. Bands wie Oa 87, das waren ja im Prinzip unsere großen Brüder. Die Musiker oder die Leute, die das gemacht haben, die waren alle ein, zwei, drei Jahre älter als wir es waren, hatten verschiedene Bands, haben dann auch irgendwann untereinander getauscht und haben ja alles Mögliche gemacht. Ich bin ja auch damals schon so verschiedene Wege gegangen, musikalisch muss ich sagen, so Reggae, Punk, New Wave und so weiter, ist doch schön. Die haben ja nicht nur mit Oa 87 Punkrock gemacht, sondern die haben auch experimental Musik gemacht, die haben NDW-Krams gemacht, die haben City gemacht und die haben ja auch diesen Doppelsingle gemacht, den Pferdensampler, der ja heute mittlerweile doch relativ gesucht ist. Das ist so eine Doppelsingle und da sind unheimlich viele Bands drauf. Der heißt Katastrophe Provinz. Da ist auf jedem Gymnasium damals immer viel von geredet, viel von gesprochen worden, Aktionen mal aufgezeigt worden, sich unheimlich viel engagiert, aber sehr viel auch alternativ so. Wir Punks, wir sind dann eher später dazugekommen. Haben das ein klein wenig aufgemischt und nach uns dann wohl richtig. So ein Querschnitt, ne? Also das war halt immer alles. Die Punks und die Mettler und auch so die Hippies und Dark Waver oder was es da alles so gab, die hingen ja alle zusammen. So, ne? Wir waren ja eigentlich irgendwie eine fette Community. Das kann, glaube ich, Soki auch bezeugen. Da waren halt, eigentlich war das scheißegal, was du da warst. So, das war ja auch in der Provinz anders. Da hast du halt einfach zusammen rumgehangen. Das war sozusagen die eine Gruppe. Dann im Prinzip war das so unsere Generation. Wir mit AGen und AV Blocks und vielleicht auch noch Aktion S. Und Aktion S, da waren auch schon Leute dabei, die waren ein bisschen jünger. Aus den jüngeren, da gab es also auch einen Pool von, ich weiß gar nicht, 5, 6 Bands, die dort geprobt haben und richtig Musik gemacht haben. Und da sind ja dann auch so Bands entstanden wie Color My Soul oder auch die Brut. Ich weiß nur so, ich bin da auf ein Konzert gegangen. Irgendwie so. War ich immer der Kleinste so, aber auf der anderen Seite, da waren da halt die ganzen anderen Leute und das waren echt eine Menge Leute. Also da waren ja manchmal Konzerte, die waren ja proppenvoll. Also es war jetzt nicht unbedingt explizit immer nur Bremen, wo die Leute dann herkamen. Da kamen ja auch Leute aus Siegkill zum Beispiel oder aus Walsrode oder Nienburg. Das war ja wirklich so ein Netzwerk. Da waren halt auch viele Leute, die irgendwas gemacht haben. Und insofern konnte das Jugendzentrum ganz viele Menschen Gruppen ansprechen. Fanzine,
oder in Bands gespielt oder Konzerte organisiert. Da gab es ganz viele Angebote für Schüler, für Jugendliche. Es gab dort Nachhilfeunterricht. Es gab ganz viele Dinge, die mit Punk und Musik überhaupt nichts zu tun hatten, sondern wo Eltern ihre Kinder für was auch immer irgendwie hinschicken konnte, Kinderhort und so weiter. Und wir konnten dort auch viele Dinge machen, die wirklich wichtig waren, um gegen Neonazis aufzuklären, um den Kapitalismus zu kritisieren, um überhaupt kritisch aktiv zu werden. Das war nämlich in Pferden aller sonst nicht so gang und gäbe. Wir haben das irgendwie im Prinzip erkannt. Wenn man nichts macht, passiert auch nichts. Unbedingt eine Erklärung, dafür weiß ich jetzt auch nicht. Die Größe vom Jugendzentrum war enorm. Also allein dieses Gebäude ist es von den Außenmaßen her viel größer als jegliches Jugendzentrum, was ich später in Bremen kennengelernt habe. Das Haus war im Prinzip eine Riesenanlage und das Büro vom Vorstand, das war vergleichsweise klein. Darauf wurde einfach nicht so ein Wert gelegt. Es wurde mehr Wert auf Praxis gelegt, auf direkte Kommunikation. Und das, was an Büroarbeit gemacht werden musste, wurde auch gemacht. Also diese Vorstandsarbeit war ganz klassisch. Es war ein Vereinsvorstand mit 5 Leuten, glaube ich, plus denjenigen, die für einzelne Fachbereiche nochmal nachrutschen konnten. Wir hatten zum Beispiel immer einen Beauftragten für den Musikbereich. Das war dann das 6. Vorstandsmitglied. Und wir hatten natürlich auch einen Kassierer. Also der hatte auch schon eine gewaltige Aufgabe, weil das Jugendzentrum war selbstverwaltet. Das bedeutet, das wurde getragen von einem Verein in Selbstverwaltung. Es war in dem Sinne kein städtisches Jugendzentrum. Und es war in dem Sinne eben auch selbstbestimmt bis zu einem gewissen Maße. Und wir konnten darüber auch ziemlich gut selbstbestimmen und konnten auch immer sagen, ja, natürlich hat das Jugendzentrum Pferden auch eine politische Aufgabe. Das ist städtischen Jugendzentren verboten. Bevor ich jetzt hier viele Leute befrage aus der Zeit, die ich selber noch miterlebt habe, fragen wir jetzt erstmal vom Jutzpferden, wer schon dabei war aus der Zeit vor mir, nämlich den 80ern. Was war denn da los im Jutzpferden? Und in Pferden wurde das Jugendzentrum 1977 in Betrieb genommen in Selbstverwaltung. Das heißt, das Jugendzentrum Pferden hat dann 30 Jahre in Selbstverwaltung existiert. Das ist für eine Kleinstadt wirklich eine große, krasse und tolle Leistung. Und dem vorausgegangen sind in den 70er Jahren einige Jahre lang Verhandlungen von der Initiative Jugendzentrum mit der Stadt. Das Jugendzentrum gibt es ja seit Ende der 70er, also ich glaube irgendwas mit 78 war das. Es gab eine riesengroße Bewegung damals, wo es darum ging, dass es halt in Pferden ein unabhängiges Jugendzentrum geben soll. Das war eine richtig große Gruppe auf jeden Fall von Leuten, die sich da auch richtig krass eingesetzt haben. Die haben halt immer wieder diese Forderungen gestellt und irgendwann kam es dazu, dass dieses Gebäude, wo das dann halt auch war, die Dampfmühle, dafür sozusagen ausgewählt wurde. Das Gebäude war eine ursprüngliche Fabrik, die Dampfmühle, und musste halt mühselig umgebaut werden. Aber dafür war der Standort doch wirklich in der Innenstadt total genial. Naja, Pferden Anfang der 80er Jahre war natürlich erstmal ein relativ schlafendes Kleinstädtchen. Pferden war natürlich so aus Bremer Sicht und erst recht aus Hamburger Sicht war das Provinz. Wir haben uns auch anfangs immer, sage ich jetzt mal, privat getroffen. Bin über eine Kumpel dran gekommen, der war damals mit den Leuten von UH87 in der Schule. So und so bin ich an die Leute von UH87, Reihe 19, Wiederkehr der Menschheitskatastrophe, dazu bin ich an die Leute rangekommen oder auch an die Leute von Kastrierte Philosophen. Da gab es zum Beispiel Offensive Herbst 87, die ja auch einen Beitrag auf dem ersten Soundtracks zum Untergang hatten. Also es ist einer der legendärsten Deutschpunk-Sampler, die man so kennt. Und um diese Band herum, da gab es ja eine ganz große Szene, also das war ja Wahnsinn. Also sicher waren da einige Punks und so weiter, aber da waren viele, wo wir damals gesagt haben, wir sind Hippies und so weiter, ja, diese. Also da hat sich alles gesammelt und das war so ein richtiges Zentrum. Insofern gab es da Möglichkeiten, nicht nur Konzerte zu veranstalten, sondern für ganz mannigfaltige Dinge im Kunstbereich, zum Beispiel im Werkstattbereich, im Kochbereich, auch im Bandprobebereich. Es gab eine Metallwerkstatt, eine Holzwerkstatt, es gab ein Fotolabor. Und da ging das nur um Töpferkurse, Stricken und ähnliche Sachen. Also wirklich so diese... diesen Hippie-Touch, dementsprechend auch, ja, das ganze Outfit, das sah dementsprechend so aus. Es gab einen riesen Teestubenbereich im ersten Geschoss. Die Küche war richtig groß, also man konnte dort richtige Kochsessions auch veranstalten. Und es gab einen zweiten Stock, der war auch noch mal recht groß, mit einem ziemlich großen Tagungsraum. Und es gab eigens auch einen Fahrstuhl
Das war total geil. Also das Jugendzentrum Pferden war behindertengerecht. Wenn man da ein bisschen schlau war, hat man die so ein bisschen eingebunden, die Menschen. Ich habe gesagt, ey, ich möchte jetzt hier irgendwas machen in der Dampfmühle, weil das auch der einzige Ort für mich in Pferden war, wo man auch Konzerte stattfinden lassen konnte. Ich meine, es hat auch Kneipen und so gegeben, das war alles privat organisiert. Ja, und da habe ich mich damals in den Vorstand wählen lassen und habe dann so versucht, die ersten Konzerte dann durchzudrücken. Da war teilweise was angeschlagen oder es war Mundpropaganda, die Band kommt heute. Mit Toddel, Amok war ja damals Gitarrist und Tausendsasser in 1000 Bands, auch in Pferden, also in der zweiten Generation jetzt, weil die erste Generation hatte sich ja schon quasi aufgelöst. Also es ist, wie gesagt, die OA 87, kastrierte Philosophen, die sind nach Hamburg abgewandert. So, und die Pferdner Bands haben sich dann auch so ein bisschen verabschiedet, sage ich jetzt einfach mal. Und Agen war ja schon die zweite Geschichte. Dann gab es ja auch so Bands wie AV-Blocks, Aktion S. Am Ende des Jahres dieses Tanz in den Advent-Festival erstmalig veranstaltet. Und das fand ja auch bis 89 im Prinzip jedes Jahr statt. Das war eigentlich immer so unser Auftrittstermin in Pferden. Dazu haben wir uns dann befreundete Bands eingeladen. Ja, wir haben ja 87 auch auf so einem Adventsfestival in der Dampfmühle gespielt. Das Legendärste war natürlich das Tanz in den Advent. Abstürzte Brieftauben, ER80, AGN 53 und Rudolf Rache. So, das war dann so der legendäre Startschuss. Wir haben 83 das erste Konzert organisiert. Davor gab es natürlich auch schon Punkkonzerte, aber da war halt ein kleinerer Break oder auch ein längerer Break. Hatte einfach damit zu tun, dass Ende 80 dort ein Punkkonzert gewesen ist. Da sind einige von meinen Bremer Kumpels gewesen mit noch einem Rattenschwanz an Bremer Bands. Und ich weiß noch, sind die schon erwartet worden. Die haben aber auch Bambule gemacht im Zug selber. Die haben dann irgendwie Bahnhofskiosk geplündert und gab also großen Polizeieinsatz. Wir haben da mit hier rumgekippt. So der Frontmann, der ist heute auch Frontmann von Rumble Militia. Das war unser Gitarrist damals. Der Sänger hieß Fick Frosch. Der hat eine Gardine abgerissen von der Bundesbahn, von diesen, ich glaube, das waren noch die Silberfische damals, wie man immer gesagt hat, diese einstöckigen silbernen Waggons und hat sich da einen Rock draus gemacht. Also der ist da mit dem Röckchen und der Gardine rausgekommen. Ich denke, ich sehe nicht. Ey. Aber die Polizei hatte die schon erwartet in Pferden alle und hat die alle schön aufgereiht. Es haben also Organbank, Niveau 0, ich glaube auch eine dritte Band gespielt. Die Bremer Szene, die war damals sowieso, es gab wohl irgendwie ziemlich viel Stress mit Bremen-Nordern irgendwo, die ständig auf Krawall gebürstet waren. Da gibt es auch einschlägige Namen, möchte ich jetzt nicht erwähnen, die immer auch irgendwie Stress angezettelt haben. Ich war nicht dabei, ich war da noch bei einer Veranstaltung. Und da kam einer von der Pferden aller Zeitung, glaube ich, rein, Fotograf, der hat gesagt, Leute, ich muss jetzt mal weg, da ist irgendwas am Bahnhof los. Und zapp, 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 ich weiß nicht, da war, glaube ich, irgendein Konzert noch, in der Aula, Gymnasium am Ball, ist er weg gewesen, ja, und war am Bahnhof und ja, wunderschöne Bilder für die Pferden aller Zeitung gemacht, wo die ganzen Punks da aufgereiht waren und gar nicht erst bis ins JZ gekommen sind. Klar, als Punk warst du auch so drauf, du hast dich auch mit den Bullen angelegt damals, das war so. Ne? Da hast du, erstmal haben die dich auf Kieker gehabt und ein paar waren eben halt, die Pferdner-Szene war aber relativ entspannt und ruhig. Das Konzert selber denn, das hat mit weniger Leuten dann stattgefunden. Ja gut, die Bremer, die sind es gewohnt gewesen, Woche für Woche. Und da waren viele auch im JZ, die mussten sich da erstmal so ja, eingewöhnen teilweise. Nicht? Und gerade so die Punks waren, Punks sein wollten, die fanden das natürlich hochgradig interessant. Und haben sich da natürlich einiges so abgeschaut. Mächtig Randale hinterher. Und dann war natürlich erstmal das Jutz sozusagen als Konzertort für ein paar Jahre nicht mehr. Also Henry, der Sozialarbeiter, hatte da auch nicht so den Bock drauf, glaube ich, nach dem Stress. Und die Pferdner Bands sind dann so 82, 83 auch noch weiter aufs Lande ausgewiesen, so nach Westen. Und im Blender fanden jeweils so kleinere Festivals statt. Das war im Prinzip auch so das erste, in Anführungszeichen, Punkrock-Konzert, wo ich gewesen bin. Da haben 8 Bands gespielt, unter anderem OA 87, T5, kastrierte Philosophen, eigentlich die ganze Pferdner Musikszene.
die es da Anfang der 80er Jahre gab, haben dort an einem Abend gespielt. Ich weiß aber noch so an so einem Konzert, das haben sie auch eine Rennbahn gegeben. Sozusagen so ein Exil. Wir mussten damals, als wir auch 83 da unser Konzert organisiert hatten, hoch und heilig versprechen, dass alles in Ordnung ist. Und es war dann also so, dass das Konzert natürlich nicht mit dem Auftritt vorbei gewesen ist, sondern am nächsten Tag haben wir da sozusagen aufgeräumt. Es gibt auch noch Fotos, wie wir da eine kleine Besenschlacht machen. Das war sozusagen so ein bisschen wieder auch der Anfang. Irgendwann Anfang der 80er. Ich hatte noch Kontakt zu den alten OA 87-Leute oder zu der alten Szene in Pferden. Und ja, mir war halt danach, ich wollte selber was machen. Es gab unten einen kleinen Bandproberaum, der wurde mit Do-It-Yourself gedämmt. Da haben wirklich viele Bands geprobt und es gab immer wieder Anfragen von Bands, die dort hin wollten, weil Proberäume waren einfach selten. Es gab also auch eine ganze Menge jüngerer Bands zu dem Zeitpunkt, die dann, ja, so, ich sag jetzt mal, 2-3 Jahre jünger waren als wir. Die haben im Prinzip auch angefangen, da zu proben. Das war natürlich immer ein bisschen Tohuwabohu. 84 ist, glaube ich, das Jutz umgebaut worden. Da war es auch mal eine Zeit lang geschlossen, dass gar nichts, gar keiner da irgendwas machen konnte wegen Umbau. Wir haben uns ja aufgelöst, OH 78. Nee, das war dann zuletzt natürlich OH 87. Und dann sind natürlich einige nachgerückt, ne? Einige Bands, ja, die man in Pferden auch kennt. Ja. Hatten die kastrierten Philosophen meines Erachtens unten im Keller ihren Übungsraum. Und irgendwann haben wir es sozusagen als Band geschafft, dort auf Fuß zu fassen. Ich weiß noch, dass ich mit Goldi, dass wir da so Verschläge für die Instrumente gebaut hatten. Da haben wir dann unser Schlagzeug eingeschlossen. Und dann haben wir also da nachmittags zig Bands geprobt im fröhlichen Wechsel. Das Jugendzentrum war zwar selbst verwaltet, aber es ist von der Stadt finanziell bezuschusst worden. Es gab einen festen Zuschussrahmen für ein Jahr. Das war also dieser Anbau, dieser Kasten, dieser Riegel ist da reingekommen worden. Das heißt, der Konzertsaal vorher war ja relativ klein. Da passten so 150 Leute rein, würde ich sagen. Das war mehr so ein Schlauch. Und jetzt im Prinzip durch diesen Kasten ist es ja, was weiß ich, doppelt so groß geworden. Also es gab immer irgendwelche Renovierungsarbeiten. Dann wurde der Proberaum ausgebaut, dann wurde Material angeschafft für die Werkstätten und so weiter, aber auch für Ausgaben, für Druckerzeugnisse zum Beispiel, für Werbung fürs Jugendzentrum. Das alles hat ja der Verein selber gemacht. Die hatten dort eine relativ gute Infrastruktur dann. Ne? Also es gab Siebdruckmöglichkeiten, da gab eine Dunkelkammer, Peter Dirks, relativ bekannter Fotograf auch aus Rothenburg. Der hat dort damals zum Beispiel auch seine ersten Schwarz-Weiß-Abzüge gemacht und das ja, war natürlich toll, dass man sowas nutzen konnte. Es gab dann auch die MIF, die Musikinitiative, die ist auch irgendwie 83, 84 gegründet worden. Das war im Prinzip so ein Zusammenschluss ferner Musiker, um sich einfach ein bisschen breiter aufzustellen. Ich meine, die hätten also auch mit dafür gesorgt, dass zum Beispiel eine PA-Anlage dort gekauft worden ist. Wenn dann so 500 Mark, waren es ja damals noch eingenommen hast und dann 250 Euro für die PA bezahlen musstest, war das schon eine ganze Menge. Und das fiel dann im Prinzip irgendwann weg. Hat sich einiges entwickelt, was bei uns vielleicht erstmal ein Impuls war. Leute, zu denen ich heute zum Teil noch Kontakt habe, also sind im Prinzip Freundschaften dadurch entstanden, Bands eingeladen und dann ging es ja auch irgendwann Ende der 80er oder ja, 86, 87 los, dass dann natürlich Bands an uns herangetreten sind und gefragt haben, Mensch, hier können wir nicht mit KGB und Toxic Reasons hier spielen. So im Prinzip fing das dann an und es war ja auch immer voll. Es ging natürlich immer mal ein bisschen was zu Bruch, aber letztendlich haben die Leute schon verstanden, was es da geht und auch natürlich gepflegt auch. Ne? Also heißt hinterher aufräumen, ordentlich Theke machen. Das Undankbare war halt, es wurde immer mehr. Ich habe mich um die PA gekümmert, die ganze Werbung gemacht. Das war ein öffentlicher Veranstaltungsort, beziehungsweise halt die Kulturgruppe da. Und wenn das Konzert gut gelaufen ist, hieß es, wir, das Jutz, haben ein geiles Konzert veranstaltet. Und wenn das scheiße gelaufen ist, Andreas, was ist da scheiße gewesen? Beim Aufbauen haben alle noch ihr Bier abgegriffen, beim Abbauen stand ich alleine mit dem PA-Mann. Es bleibt bei so einer Vereinsarbeit immer was übrig, was gemacht werden muss, wo eigentlich keiner Bock drauf hat. Also das beginnt eigentlich mit der Kasse und endet bei irgendwelchen Korrespondenzen mit irgendwelchen Stadthäuptlingen.
Ja, also da ist einfach kein Oi oder so ein Mist, sondern da muss man sich auf den Arsch setzen und man muss daran und da ist auch nichts mit unpolitisch, sondern man muss im Prinzip so ein politisches Ideenbild auch im Hinterkopf haben. Weil wenn man das nicht hat, dann wird man über den Tisch gezogen vom Verhandlungspartner oder Gegner oder wie auch immer. Das heißt, bei all dem, was wir im Vorstand gemacht haben, haben wir auch letztlich immer politisch gedacht, um das Jugendzentrum möglichst lange zu erhalten. Mitte der 80er gab es also nicht nur Konzerte, sondern es gab dann irgendwann auch so einen Disco-Abend, in Anführungszeichen natürlich Disco, nannte sich Schwarze Tanznacht. Und da haben im Prinzip die Leute ihre Lieblingsmusik aufgelegt. Also was ich, New Model Army, White Bass, also eigentlich all das, was man sonst in der Disco nicht hören konnte, und da war die Hütte voll. Genauso gab es also auch dann am zweiten Weihnachtstag den Christmas Blues, wo irgendwelche Musiker sozusagen sessionmäßig aufgestanden sind und da einfach rumgespielt haben. Aber da war natürlich die Musik komplett im Hintergrund. Da ging es einfach nur darum, Leute zu treffen, ein paar Bierchen zu trinken und, ich sag mal, Weihnachten in der Familie zu entfliehen, ein bisschen Action zu haben. Ja, Punk war für mich dann aber auch, ich sag jetzt einfach mal, 84, 85 langsam durch. 86 habe ich mich so ein bisschen aus der Szene verabschiedet. 83 und 87 haben halt die unterschiedlichsten Leute die Konzerte gemacht. Also da gab es jetzt nicht so eine feste Konzertgruppe, die 10 Konzerte im Jahr gemacht hat, sondern es gab eher so 1, 2, 3 Gruppierungen. 86 kam dazu, ich hatte ja nebenbei noch mit einem Kumpel das Volltreffer-Label auch mal auf. 85 war noch mal Chaos-Tage in Hannover, in Pferden. Ja, und wie gesagt, 86 saß mein Kumpel dann vor mir und sagte, du, wir müssen mal reden. Er hätte das mal durchgerechnet und wir hätten uns rein theoretisch über das Label steuerlich anmelden müssen. Machen wir weiter oder machen wir nicht weiter? Wir hatten unsere Jobs. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen das sterben. Kassette war Auslaufmodell in dem Augenblick. Die CD kam 86 langsam. Und dann haben wir gesagt, okay, auf den Zug springen wir jetzt nicht mehr auf. Dann Ende der 80er gab es ja auch Sing-Out-Konzert. Da ist dann Ballo auch irgendwann mit eingestiegen. Irgendwann wurden meine Eltern auch ein bisschen lockerer, weil sie dann halt auch die Sozialpädagogen da, also Henry und Anita, dann halt kennengelernt hatten irgendwie so. Dann durfte ich auch schon mal ein bisschen länger da bleiben. Da habe ich halt so im Laufe immer mehr so diese Punk-Konzerte. Wir haben dann ja sozusagen noch mehr Konzerte veranstaltet. Meuthen und Wolle, als die hatten so eine Konzertgruppe gemacht irgendwie so. Und da habe ich dann halt gefragt, ey, ich will auch mal beim Konzert mitmachen. Die Konzertgruppen wurden natürlich fester und besser. Und dann kamen so die 90er auch mit den Pferdener Chaostagen. So die Chaostage, ich habe es gesehen. Da war ein Konzert geplant für Pferden, ein richtig gutes. Das ist aber irgendwie abgesagt worden. Damit das nicht in Verbindung gerät, dass es da keinen Ärger gab. Ich weiß es nicht, sollten weitere das zweite Mal empfehlen. Das erste Mal war das ja mehr so, da hat irgendjemand Flyer verteilt und da waren 10 Leute da und wir haben alle gesessen und Bier getrunken. Ich war halt mit meinen Eltern einkaufen bei Aldi damals in der großen Straße. Und dann sind die Punks da halt einmarschiert und haben halt Hardspell gekauft, ohne Ende. So. Die zweiten, die waren ja ein bisschen größer. Ne? Da waren ja ein paar mehr Leute, der Stadtpark auch relativ voll. Ich war da eigentlich in den 90ern, also von 93 so bis 98, 99. Da war ja fast zweimal im Monat war ja Konzert da, oder nicht? Also ziemlich oft, und ich war eigentlich fast immer da. In Tedinghausen aufgewachsen, so ein kleines Dorf zwischen Pferden und Bremen, ziemlich genau in der Mitte. Und deswegen waren beide Städte eigentlich für mich immer so ein Bezugspunkt und Pferden natürlich vor allen Dingen dann wegen des Jutz-Pferden, wo wahnsinnig viele Punkkonzerte stattgefunden haben in den 90ern, vor allen Dingen, als ich dann anfing auf Konzerte zu gehen. Da waren ja eigentlich immer die gleichen Leute. Da waren die Pferdener, die Dörrpferdener, die Skinhead-Gang aus Pferden, da ein paar Bremer, die Tedinghausener. Obwohl es da zwei Tedinghausener Gruppen gab, es gab einmal die Plattengang und einmal die sich immer unbeliebt gemacht haben. Zu denen gehörte ich eher. Aber was halt auch immer ganz wichtig war, dass wir alle den Konsens hatten, irgendwie so Nazis gehören da nicht hin, also Nazis aus Maul. Da waren wir uns alle immer ein. Also im Gegensatz zu Achim, Langwedel, Ethelsen und den ganzen kleineren Dörfern und Städten zwischen Pferden und Bremen, waren die Neonazis in Pferdenstadt selber nie so stark. Und das lag vor allem daran, dass es in Pferden eine große Punkkultur gab und dass es in Pferden aber auch ja, politisch bewusstere Menschen gab, die sich alle zusammengetan haben und auch das Stadtbild geprägt haben und den Neonazis dort eben auch entgegengetreten sind. 1989 wollten sich mehrere hundert Neonazis in Pferden aller treffen.
und dort gemeinsam ihren Führers Geburtstag feiern und natürlich auch das Jugendzentrum angreifen, weil das Jugendzentrum ihnen zu Recht auch als Gegner galt, mit Antifaschisten, mit Punks und so weiter. Daraufhin gab es eine große Gegenmobilisierung. Es gab nicht nur 1989 bestimmte Auseinandersetzungen am 20. April, sondern auch die Jahre darauf. Und dann gab es durchs ganze Stadtgebiet gegenseitige Jagden. Und dann gab es wohl auch mal auf die Omme. Neonazis wurden eben auch aktiv aus der Stadt getrieben. Also es war immer klar für die Neonazis, Pferdenstadt ist kein gutes Pflaster für sie. Da können sie nicht mal eben mit 10 Leuten irgendwie hindurch marodieren. Dann war plötzlich Schluss mit diesen großen Mobilisierungen von Neonazis. Und das lag vor allem an den Ereignissen am Bacardi Beach in Achim, wo ein paar Dutzend Neonazis feiernde Schüler, Schülerinnen angegriffen haben. Und ab da wurde die Polizei, die Presse und auch das ganze Bürgertum wurde hellhöriger. Und ab da war es dann auch verpönt, zum Beispiel Bomberjacken zu tragen. Das erste Konzert, was ich mitorganisiert hatte in dieser Konzertgruppe, die nannte sich halt Think Out Konzert zu dem Zeitpunkt. Früher war das noch die MIEF. Ich glaube, da hat Toddle vielleicht noch mal was zu erzählen. Think Out Concerts war sozusagen so ein Nachfolger davon. Toxic Walls, falls sie noch jemand kennt. Die hatten da gerade ein Demo-Tape rausgehauen und das andere war ein Vulture Culture aus Paderborn. Wolle hatte da auch noch hier Zero Boys aus Amiland dann da am Start gehabt. So, und da ging das los. Da war eine totale Initialzündung. Ich glaube, die mochten den Spitznamen Plattengang auch nicht so gerne. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber hat sich irgendwie gepasst. Wir hatten Ahnung von Musik, haben immer Platten gekauft. War nie so richtig abgeschossen voll so und waren wegen der Musik da tatsächlich. Und nicht nur wegen dem Besäufnis. Ja, das war ja hauptsächlich so mitgemacht. Also alleine Konzerte gemacht habe ich dann später, komme ich gleich nochmal zu, mitgemacht mit Ballo. Wir haben unser Fanzine-Festival dann gemacht, das Folter-Festival. Das war dieses legendäre Public Toys Konzert, was unter einem Public Toys Video ja lange, lange besprochen wurde. Also diese Band, die da auf der Bühne stand und sich da getrennt hat, und in unterschiedliche Kneipen gegangen ist, gesoffen hat und dann wieder auf der Bühne zusammenfand, um weiterzuspielen. Also das war typisch. Das Spitzel haben wir auch gespielt, hier Höni, Happy Kadaver. Also war ein ganz geiler Abend. Und da stand ich irgendwie in Lunsen am Trempen, also ich kam aus Tillinghausen. Und dann nahm ich so einen VW-Bus mit, 3-4 netten Typen drin und sagten so, ja, willst du auch zum Konzert nach Pferden? Ich so, ja, auf jeden Fall. Die 3-4 Dudes da haben mich eingesackt beim Trempen und dann haben die mir auch gleich so ein Dosenbier angeboten. Und dann sagt der eine so zu mir, ja, wir sind stinkebreit. Und ich wusste ja nicht, welche Band da spielt, war mir ja auch egal. Und nicht nur so, naja, alles klar, ihr seid stinkebreit, so, okay, ich gleich auch und so. Und ja, dann war das Konzert und dann checkte ich, dass das die Jungs sind, die mich mitgenommen haben und dass die Band stinkebreit heißt. Und dann ist man da regelmäßig hingegangen. Dann habe ich halt wesentlich später dann halt auch angefangen, eigene Konzerte zu machen, also wo ich dann halt auch die Band selber angeschleppt habe. Naja, sieht man ja, was daraus geworden ist. Man macht die Scheiße heute noch. Aber auch in den 90er Jahren in Mutes Pferden passierte etwas Ähnliches wie in den 80ern. Eine ganze Gruppe assiger Punks kam zu einer Party. Genau, da war das diese Halloween-Party. Da waren diese Hannoveraner Punks und da war einer, der war nicht viel größer als ich, aber das war irgendwie so gefühlt der Chef von der Bande. Die waren einfach noch prolliger als alles andere, was ich kannte. Ja, aber ich kann mich da sehr gut dran, weil ich habe auf diesem Konzert ja auch gespielt mit meiner Gurkentruppe. Er hatte dann, glaube ich, kein Geld mehr. Dann hat er den Spiegel irgendwie aus dem Klo abgemacht und sagte, ey, willst du vor ein Bier haben, sonst speise ich Spiegel kaputt hier. Und so, ey, das ist ein autonomes Dudes, ne? Irgendwie nicht so geil. Ich weiß noch, dass ich irgendwann relativ abgenervt nach Hause gegangen bin. Und wir haben dann angefangen zu spielen und wir wurden dann halt berotzt und von den Hannoveranern Punks, weil das gewöhnlich die Regierung ist. Es ist ja noch mehr ausgeartet. Party gemacht haben, Ketchup-Flecken an der Decke und all so. Das war echt ein einziges Desaster. Das ist richtig ausgeartet. Da gab es auch wohl noch ordentlich was auf die Mappe. Irgendwie sind diese ganzen Hannoveraner da angekommen und dann hat irgendeiner gerufen, die Bullen kommen und dann haben sie irgendwie sämtliche Stühle und Tische vor den Eingang geballert und haben sich verbarrikadiert und jetzt kommen die Bullen und wir haben alle nur so, ey Leute, das ist unser Jutz hier. Also das ist autonom verwaltet. So, ne? Wir können hier Konzerte machen. Ihr müsst hier nicht alles kaputt machen. Ein sehr lustiger Abend. Ich war auf dem Plenum danach. Das war schon echt, also eine ordentliche Entgleisung. Ich fand, das war nur ein imposanter Auftritt, weil er einfach so eine große Fresse hatte. Und er war so klein und sagte immer so, ich komme meine Jungs aus Hannover! Wir kommen aus Hannover! Und Gaff da gesehen! Ich komme meine Jungs aus Hannover! Und das fand ich beeindruckend. Also irgendwie, ja, wie so ein Unfall. Also man muss hingucken, aber
Ja, war lustig. Es hat aber keine wirklichen Konsequenzen daraus gegeben, das muss man auch sagen. Also man war dann halt darüber sich im Klaren, dass es halt total in die Hose gegangen ist und eine solche Veranstaltung bitte das nächste Mal besser geplant wird. Aber es war jetzt nicht so, dass das so ein autoritäres Plenum gegeben hätte, so von wegen, so jetzt kriegen die ja alle Hausverbot oder so. Das hat es halt nicht gegeben. Da wurde halt schon drüber gesprochen, weil es ist ja auch ein Schaden entstanden. Den Ketchup, der war ja im ganzen Haus verteilt. Wir sind da irgendwann angekommen und dann dachten wir irgendwie so, Alter, was ist da abgegangen? Spektakuläre Veranstaltung, aber da gab es einige von. Eine Band war gewesen, da war auch so typischer Chaos gewesen. Ja. Satanic Surfers. Ach du heiliger Bimmel. Da ging das auch ab, da sieht die doch auch. Gegangen und haben da noch richtig Party über den Himmel gespielt. Dann bis morgen haben die ja richtig Party gemacht. Da war auch so eine Randale. Wenn man vorher nicht die Bands recherchiert, gibt es die überhaupt? Wo sind die schon mal aufgetreten? Was machen die für eine Musikrichtung? Was bringen die für ein Publikum? Wir hatten auch mal Randale mit so einer Band namens Smegma aus Hamburg. Für eine Shaky habe ich halt das Smegma-Konzert gemacht, ne, wo dann auf einmal kamen so ein, zwei Skinbands, von denen du halt wusstest, wie die drauf. Das war schon wichtig. Smegma haben ja schon ganz klar gesagt, was passieren würde, wenn der Nazis durch die Tür kommen. Heutzutage wird sie ja noch ein bisschen verkultet. Das war ein super chaotischer Abend. Da habe ich 5 Bands gespielt. Die haben wir ja damals rausgeprügelt aus dem Laden. Und das war ja Pfeife im Köpfe. Ey, leck mich am Arsch. Das war, glaube ich, für viele ziemlich Platz noch im Haufen. Es waren halt viele Punks auch trotzdem da. Also Smegma war der Wahnsinn. Das war sehr prägend. Da gab es auch richtig was auf die Mütze. Und wenn sowas passiert, dann kann es sein, dass man so einen Abend überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Dann, oder dass die Veranstalter dazu gezwungen sind, auch Polizei zu rufen und so weiter. Polizei war immer ein No-Go im Jugendzentrum. Also keine Bullen im Jugendzentrum. Das regelt man alles selbst. Und das hat, wenn man das gut organisiert, hat das auch immer gut funktioniert. Ich weiß noch, wie Martin damals da durchgedreht ist. Der hat da irgendwie einige Besenstiele durchgetreten. Und dann ist der da erstmal hinter den Leuten hinterher. Dann gab es erstmal ordentlich was auf die Mütze. So. Aber das war auch echt spektakulär. Aber die haben auch echt eine ganze Reihe an Arschlöchern am Start gehabt. Und das Oi und Punk United-Ding, da weiß ich auch nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass viele von außerhalb da. Das hat nicht so ganz harmoniert mit diesem Oi und Punks Skins da Getue da. Wir haben nachts die Küche noch streichen müssen. War eine wilde Party. Selbstverwaltung heißt eben auch, den Laden selber sauber zu halten und sich darum zu kümmern, geht's dem Publikum auch gut? Verläuft das alles gut? Welche Maßnahmen ergreifen wir? Und wenn man aber unpolitisch daran geht, wenn man sich einen Mist um Politisches kümmert oder um politische Einschätzung und so weiter, dann kann sowas durchaus mal passieren. Wenn man halt bedenkt, dass einer dieser Leute von Smegma irgendwie heutzutage Audiolied macht, dann kann man eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Aber an diesem Abend, trotz allem, haben auch Contempt das erste Mal in Pferden gespielt. Das war ja dann ja so eine lange, lange Verbindung. Da sind ja ganz enge Freundschaften entstanden. Shaky, der hat ja wirklich hat dann Platten gemacht mit denen. Das war für mich eigentlich der eigentliche Highlight. Die Stadt, wir haben unsere Leute zwar zusammengekriegt, aber wir hatten gar kein großes Umfeld mehr. Also wir haben immer geguckt, dass wir diese Gelder gut investieren, die wir von der Stadt bekommen haben, dass wir neue Projekte kreieren, dass wir neue Menschen mit reinbekommen. Aber der Kern, der das Jugendzentrum und den Verein eigentlich getragen hat, der war ganz, ganz klein. Dann zu Tage der Zeit, bis die Stadt sagt, jetzt ist Schluss. Und das wussten wir. Also das wusste ich schon Mitte der 90er Jahre, dass das irgendwann so sein wird. Irgendwann wird die Stadt den Angriff starten, die Selbstverwaltung des Jugendzentrums auf Eis zu legen und das Jugendzentrum in dem Sinne auch abzuschaffen. Es waren halt früher halt viele Leute hier und viele Leute sind halt auch nach Bremen gezogen, weil das Interesse nach Bremen zu ziehen war halt besser. Ich bin noch einer so der letzten, so, die in Pferden wohnen, ja, irgendwann zu langweilig. Ich meine, es waren halt viele, die halt nicht aus Pferden kamen, sondern von überall hergezogen, Nienburg, Kloppenburg, Oldenburg, überall kamen die Leute halt her, die halt wohnen und sich auch damit leben können, woanders wieder zu wohnen. Und so. Das ist Bremen halt. Ich bin selber 1998 weggegangen aus Pferden, einfach weil ich da keine politischen Perspektiven mehr gesehen habe. Es gab zwar noch das Jugendzentrum, aber alle Initiativen, die eigentlich hätten damit gekoppelt werden können, wie ein Infoladen, wie alternative Presse dazu. Man muss sich immer vor Augen halten, es gab damals noch kein Internet. Das heißt, wenn wir nicht von der Pferdener Allerzeitung oder von den Pferdener Nachrichten belogen werden wollten, dann mussten wir die Presse selber machen. Und das haben wir auch getan. Da waren wir auch sehr fleißig drin. Unter anderem mit schönen Punk-Fan-Signs
Und wir vom damaligen Infoladen in Pferden, der im Jugendzentrum war, wir haben auch mehrere Magazine herausgegeben mit ein paar hundert Auflagen, die dann auch in Pferdener Geschäften ausgelegt worden sind oder wir die haben verkaufen lassen. Ja, damit sind auch einige Strukturen quasi weggefallen. Also es wurde zwar später der Infoladen Contra nochmal wiederbelebt von anderen Leuten. Der hielt insgesamt 15 Jahre, das war ganz toll. Aber nur die ersten paar Jahre dann mit mir oder mit den Gründern. Da war ich dann auch schon 18. Da war ich dann auch schon in Bremen und da war das schon für mich eigentlich gegessen. Aber so von 12 bis 16, 18, ja, habe ich da eigentlich fast jedes Konzert mitgenommen. Kaum waren wir 1998 ein paar Monate weg, tauchten da die ersten NPD-Kader auf und die NPD-Leute. Die haben erstmal richtig ihre Öffentlichkeitsarbeit da gemacht und auch in Pferden tatsächlich. Also wir haben uns jahrelang darauf vorbereitet, dass die nächste Neonazi-Welle kommt. Stattdessen ist die in unserer Zeit von, sagen wir, 1994 bis 1998 abgeflaut. So und kaum bauen wir unsere Zelte dort ab. Da tauchen diese NPD-Leute auf und wir sind eigentlich nicht mehr da. Also andere können da sehr schöne Geschichten aus den Jutes erzählen, was für geile Konzerte da waren und das war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja, geil. Also es ist alles nur so ein dunkler, verschwommener Nebel an Erinnerung, aber ich will es nicht missen. War eine schöne Zeit. Das war irgendwie auch was Besonderes. Und ich habe auch mitgepokt, ich habe da auch mitgetanzt, ich habe da auch auf den Musikboxen geschlafen, voll besoffen. Wenn man nicht politisch denkt, wo bitteschön sollen denn die Konzerte stattfinden? Also wie will man denn ein Konzert organisieren, wenn da nicht ein Jugendzentrum ist, was politisch erkämpft wird? Das war für mich immer ganz normal, also dass das in eins gedacht wird. Oder dass man auch mal sich hinterfragt, also was ist denn eigentlich Kapitalismus, was hat der für Auswirkungen auf uns, was hat der für Auswirkungen auf unser Verhalten. Also die Menschen, die auf ein Punkkonzert kommen, das sind zwar erstmal auch Rebellen, aber die sind ja oft sowas von kapitalistisch durchseucht, auch in ihren Verhaltensweisen. Und was ist jetzt an dieser Punkband anders als bei den Bösen Onkels oder so? Ich meine, das ist knapp 30 Jahre her. Das ist eigentlich keine so lange Zeit. Aber dass ich, wenn ich darüber erzähle, erstmal betonen muss, es gab damals kein Internet. Es gab keine Handys. Dann frage ich mich heute selber, wie habe ich mich denn damals eigentlich wahrgenommen? Wie haben wir das eigentlich alles gemacht? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man älter wird oder ob die nicht mehr so nachgewachsen ist. Aber ich hatte so den Eindruck, dass irgendwie den 90ern relativ viel so, ne? Und das für so ein kleines Dorf da wie Pferden. Es war halt auch irgendwie immer so ein bisschen das Gleiche. Ich meine, es war cool. Ich war auch immer mega voll und mega breit. Die Erwachsenen haben mich oft auch für ein älteres Mädchen gehalten. Da kam ich da ganz gut durch. Die dachten, ich wäre ein 16-jähriges Mädchen und habe auch Bier verkauft. Es gab über 10 Jahre lang, glaube ich, auch ein selbstverwaltetes Jugendzentrum in Tillinghausen. Wir haben dann im Jutz Tillinghausen auch immer viele Konzerte gemacht, tatsächlich zu der Zeit. Und dann eben auch mit Leuten aus Pferden zusammen. Und Tillinghausen war noch schwarzbrauner als Pferden. Und von da an haben wir eigentlich relativ viel in Tillinghausen. Das ist ja auch so ein kleiner, kultiger Laden, wieder noch kleiner als Pferden. Das war im ehemaligen Krankenhaus dort gelegen. Und da sind auch richtig tolle Punkbands aufgetreten. Obwohl da keine 50 Leute reingingen in den Saal. Richtig so Wohnzimmergröße. Im Grunde war so der Haufen fast noch zusammen. Es hat sich irgendwie dann verlagert. Es war immer gemütlich, es waren immer top Leute da. Und wir mussten hintrampen. Also das, heute guckst du alles per Stream und feierst da irgendwie zu Hause, die Punkbands. Und damals musste man wirklich durch die Ortschaften trampen. Viele Leute sind dann auch aus Pferden und aus der Region weggezogen und haben dort nicht mehr die Energie reingegeben, weil sie dann nach Bremen, ich selber ja auch, und sonst wohin gezogen sind. Aber es gab einige Tapfere, die dann auch über die 90er hinaus in den 2000ern ziemlich geile Arbeit gemacht haben. Die Konzertgruppe Break the Silence, die hatte sich daraus ergeben, irgendwann war das ja mal so, da ist der Heisenhof ja von Nazis gekauft worden, von Jürgen Rieger, so einem Nazi-Anwalt, noch irgendwelchen lokalen Nazis hier aus Pferden, so eingefädelt worden und der hatte sich diesen Hof da halt gekauft. Parallel, glaube ich, auch zu Break the Silence haben wir dann nochmal Konzerte gemacht mit Elli, also mit meiner jetzigen Frau. Und vorher hatten wir noch Konzerte gemacht in Hagenrinden, in der Grünen Gilde. Wir haben das, glaube ich, zwei oder dreimal gemacht, das war auch gut. Grüne Gilde ist ja wie Tillinghausen auch nicht so richtig hinzukommen. Am ersten Abend hatten wir, also das erste Konzert haben wir direkt Nazi-Überfall. Die späteren Heisenhof-Leute, die standen dann auf einmal vor der Tür, aber das konnte man dann verhindern, dass sie da irgendwie
dass irgendwie mehr passiert ist. Das hat ja mächtig abgefuckt, weißt du, da kommen hier Nazis an und wollen da so ein Schulungszentrum machen, dann auch noch von so internationaler Größe wie, wie ein Jürgen Rieger, der ja nun damals echt nicht ungefährlich war mit seinen ganzen Connections. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen. Mal wieder gestaunt, was der Ballo alles auf die Füße gestellt hat. Da haben wir halt damals ein kleines Festival gemacht, da haben dann halt 10 Bands oder so, wir haben das an 2 Tagen gemacht und dann haben wir während des Festivals haben wir halt so eine Demo organisiert. So. Dann sind wir halt auch damals durch Pferden gelatscht. Die Demo hatte den Titel Bunt statt Braun. Das Festival, was wir damals dazu organisiert hatten, das war halt im Jus auch. Und das haben wir damals Break the Silence genannt. Kernaller hatte in den 50er Jahren übrigens noch eine Wahlbeteiligung der NSDAP-Nachfolgepartei von knapp 25%. Also Pferden war wirklich eine Stadt, die war wirklich schwarz-braun. Und es ist klar, dass man da nur über Jahrzehnte auch ein bisschen gegenwirken konnte. Und das musste vor allem über kontinuierliche Arbeit geschehen. Und man brauchte wirklich eine Basis auch für das Jugendzentrum, dass man Gedanken auch nach draußen tragen konnte, dass man Menschen, die ihren Kopf öffnen wollten, dass man denen auch Angebote machen kann, wie sie sich beteiligen können. Vor allem, dass sie sich selber engagieren können. Also, dass es nicht immer so ist, dass die darauf warten, dass die Stadt doch irgendwas macht oder dass irgendwer was für sie tut, sondern dass sie einfach auf eine Vorstandssitzung kommen konnten und sagen konnten, ich möchte gerne dies und dieses Kulturprojekt machen, ist das hier möglich? Dann haben wir uns darüber unterhalten, dann haben wir eine Art Konzept vorgelegt. Das musste gar nicht viel sein und dann haben wir die einfach machen lassen. Und das hat wunderbar Kreativität geöffnet für viele Menschen, für viele Kulturschaffende und eben nicht nur für Musiker, sondern eben auch im Bereich Theater zum Beispiel. Dann haben wir das Festival gemacht und haben dann halt aber irgendwie alle wieder Bock gekriegt, irgendwie so, jetzt wollen wir mal wieder Konzerte machen. So. Ich bin auch froh, dass es so Leute wie Ballo gibt, die das Ding nochmal aufleben lassen. Und dann gab es halt, also von 2004 bis 2014, haben wir dann halt unter der Konzertgruppe Break the Silence, wo Soki halt auch ein ganz aktiver Partner war und das hat schon echt Bock gemacht. Das haben wir halt bis 2014 dann halt durch. Wir haben dann nochmal 2008 gespielt, das 25 Jahre AG, 30 Jahre Jutz, Pferden, ist ja 78 gegründet worden. Es war auch im Prinzip Ende der Selbstbestimmung. Danach ist es ja sozusagen komplett wieder in die Hände der Stadt gefallen. Und vorher war das ja selbstverwaltet. Die Selbstverwaltung des Jugendzentrums stand immer auf der Kippe. Also der Stadtrat hat immer mit einer Stimme Mehrheit für das Jugendzentrum gestimmt. Stand in keiner Zeitung, durch ein paar Kanäle ging das aber. Und die CDU hatte die Mehrheit. Das heißt, ein CDU-Abgeordneter hat immer für das Jugendzentrum und für die Selbstverwaltung gestimmt. Irgendwann in den 2000ern fing die FDP damit an, gegen das Jugendzentrum zu hetzen. Wittborn Müller war damals auch ein knallharter Gegner unserer Einrichtung. Da dachte ich noch, ich gucke schräg, was will denn die FDP jetzt? Ich hätte das jetzt mal Jungen erwartet. Mit dem Jugendzentrum haben sich ja früher auch die Jusos zum Beispiel getroffen. Also das Jugendzentrum war einfach ein übergreifendes Projekt. Also revolutionäre Antikapitalisten haben sich da genauso getroffen wie die Jusos. Das Jugendzentrum hatte in Pferden ja noch nie so richtig Stand. Also wir waren ja immer... Es war ja immer so, dass in der Presse immer Pferden nach aller Zeitung, ne, stinkt konservative Bauernzeitung, hat ja immer einen Anlass gesucht, um zu gucken, irgendwie so, da passiert wieder was im Jugendzentrum. Ne? Wenn man sich so daran erinnert, so Chaostage und so, ne, da wurde ja der Müll immer erstmal gleich vom Jugendzentrum und Krieg hat stattgefunden und was weiß ich was. Das ging so 2004 los, 2005 und 2006 ging das dann so richtig los. Irgendwann ist es der NPD gelungen, in Pferden im Stadtrat tatsächlich einen Sitz zu etablieren. Das lag auch an dieser jungen NPD-Kader, die seit 1998 in Pferden aufgetreten sind. Der eine Sitz im Stadtrat wurde von einem bundesweit bekannten Neonazi ausgefüllt, der vielfältige Kontakte in rechte und rechtsterroristische Szenen pflegt. Igor Fenning ist ein deutschlandweiter, sehr bekannter Holocaust-Leugner. Er halt im Stadtrat immer wieder behauptet hatte, dass wir mit dem Jugendzentrum, also dem Jugendzentrum e.V., hat so ein Nischendasein. Also wir hätten halt Gelder und überhaupt Immobilie und so. Und jedenfalls hat er da immer irgendwelche Fässer aufgemacht. Der war aber allerdings so abstrus, dass der oder dass ich zumindest nicht feststellen konnte, dass der irgendwelche engeren Verbindungen zur FDP oder zur CDU hatte. Ich weiß nur, dass das auf jeden Fall so gelaufen ist, dass sich da wohl, sag ich mal, die NPD ziemlich stark gemacht hat dafür. Und dass letzten Endes die CDU aber auch eingeknickt ist. Der eine NPDler war selbst Pferdener Konservativen ein notorischer Querulant. Nichts für die CDU. Zur NPD haben die doch, denke ich, erstmal ein deutlich distanziertes Verhältnis.
vor allem zu dem Abgeordneten, der auch ja, mit Rechtsterroristen zusammengearbeitet hat und so weiter. Also nee, das denke ich nicht. Das könnte man von außen erstmal leicht denken. Ich war damals noch auf diesem dieser Podiumsdiskussion im Jutz mit dem damaligen CDU-Bürgermeisterkandidaten. Und das ist damals noch abgewendet worden, einfach indem er nicht Bürgermeister geworden ist. Die CDU ist damals richtig darauf eingestiegen. Also gerade ein Herr Böck, den ich hier mal ganz gerne diesen zeigen möchte, du blödes Arschloch. Die haben da halt so ein ganz wirres Konstrukt gemacht und irgendwann haben die halt auch die Immobilie des Jugendzentrums unter die Lupe genommen, weil das ja eine sehr interessante Immobilie war, weil sie A, durch die Lage sehr wertvoll war. Die SPD hat dann halt immer gemeint, irgendwie, ja, das Jugendzentrum muss ja weiter Bestand haben. Aber anstatt, dass das Jugendzentrum den Bestand hat, wie es bisher dann auch immer war, dass es halt selbstverwaltet war, kam dann nachher von der SPD die Äußerungen irgendwie so, dass eine selbstverwaltete Jugendeinrichtung nicht mehr zeitgemäß ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kommen irgendwelche verschimmelten Politiker an und wollen einem erzählen, was in einem Jugendzentrum zeitgemäß ist. Dann fing irgendwie wirklich die FDP da irgendwie an rumzustänkern. Dann gab es ja irgendwann den neuen Bürgermeister, den Lutz Brockmann. Und dieser Lutz Brockmann war derjenige, der die Selbstverwaltung des Jugendzentrums dann abgeschafft hat und der das dann auch begründet hat. Und da dachte ich echt, meine Güte, also ne, wer hat uns verraten und so. Also es war ein starkes Stück. Und dadurch, dass sich eben die SPD auch für die Abschaffung dann eingesetzt hat, die FDP und die CDU sowieso, und der inzwischen eine Stadtrat der NPD, den wir auch mal bekämpft haben, war es klar, dass das aus des Jugendzentrums dann kam, 2008. Letzten Endes ging es ja darum, dass es kein selbstverwaltetes Jugendzentrum mehr sein sollte, ne? Weil man das nicht kontrollieren könnte, man nicht wüsste, was da passiert, dass es halt einfach ein städtisches Jugendzentrum sein sollte, was es jetzt ja auch ist. Dann ging das da rund und dann waren da immer irgendwelche Stadtratssitzungen und es wurde da hin und her diskutiert und irgendwann kam die SPD mit dem total geilen Einfall, ja, wir könnten ja eine andere Trägergemeinschaft im Jutz verankern. Also nicht nur den Jutz e.V. Für mich war damals schon klar, dass es unser Rausch ist. Es war auf jeden Fall so, dass da dann halt ein Trägerzusammenschluss sozusagen das Jutz leiten soll. Und in der Theorie hörte sich das für die ganzen Politniks da im Rathaus sehr gut an, war aber alles für den Arsch im Endeffekt. Das, was dabei herausgekommen ist, ist jetzt das, was es ist. Ein völlig namenloses Haus, wo nichts mehr drin stattfindet. Weiß gar nicht mehr, wann wir die Schlüssel abgeben mussten. Ich glaube, das war auch irgendwie so 2012 oder so. Da kamen sie halt an und meinten so, ja, wir wollen jetzt eure Schlüssel haben. Da hatten wir auch gar keinen Zutritt mehr zum Jutz. Diese ganzen Kackparteien im Stadtrat irgendwie so haben dafür gesorgt, dass das selbstverwaltete Jugendzentrum, und Selbstverwaltung ist ein verdammt hohes Gut. Also wenn man einen selbstverwalteten Laden in der Provinz hat, dann lernt man es zu schätzen, was das bedeutet. Das haben sie halt kaputt gemacht. Da sitzen Politiker im Stadtrat und sagen, Selbstverwaltung ist nicht mehr zeitgemäß. Bitte lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Da möchte man sich am liebsten den Finger in den Hals stecken und irgendwie anfangen loszukotzen. Also jeder, der einigermaßen Ahnung von Jugendarbeit hat, weiß, dass eine Selbstverwaltung das Beste ist, was eigentlich passieren kann. So, dass man Jugendlichen das zutraut, dass die alleine was auf die Kette kriegen. Wie scheiße muss man denn sein, wenn man sowas kaputt haut? Die Selbstverwaltung des Jugendzentrums ist im Jahr 2008 aufgelöst worden. Offiziell den Verein können sie ja nicht verbieten, den gab es weiterhin, aber der Verein war dann eben ohne dieses tolle Gebäude. Und in der Stadt wird das Jugendzentrum als Gebäude definiert. Ne? Also das ist den meisten Leuten erstmal egal, wer das führt und macht. Aber egal ist es eben nicht, weil das Jugendzentrum oder der Verein war eben ein progressiver und politischer Verhandlungspartner und dann eben auch auf Augenhöhe und nicht von oben herab. Also die Sozialpädagogen in dem Jugendzentrum, die da dann halt seit 2008 dann irgendwie angestellt waren, weil sie ja meinten, sie müssten jetzt unbedingt Anita und Henry, die übrigens eine wahnsinnig geile Jugendarbeit gemacht haben, das muss ich immer wieder betonen. Also Henry und Anita waren die geilsten Jugendleute überhaupt. Die haben so viel gerissen. Und die haben sie dankbar, wie so scheiß Politiker dann manchmal sind, irgendwie so haben sie vor die Tür gesetzt. Die durften dann nachher, also Henry und Anita sind nachher irgendwann in eine Schule gegangen und mussten dort Hausaufgabenhilfe machen und dann haben sie halt irgendwelche anderen Idioten da hingesetzt und meinten, das sind jetzt Sozialpädagogen für euch, weil die haben ja echt überhaupt nichts auf der Pfanne gehabt. Das ist für mich keine Jugendarbeit. Das ist für mich keine Jugendarbeit, was die da machen. Nun ist es ja so, dass in diesem städtischen Jugendzentrum halt Dinge passieren, die im städtischen Jugendzentrum passieren und das ist halt nicht so spannend. Hätte ich, glaube ich, zu meiner Zeit nicht so spannend gefunden. Ich glaube nicht, dass ich das Jugendzentrum, so wie es heute ist,
so als Ort für mich entdeckt hätte. Du kannst nicht mehr ins Jugendzentrum gehen und dich ausprobieren. Und das ist halt das, was wir damals immer konnten. Wir konnten uns ausprobieren. Wir konnten sagen, ey, ich hab da Bock drauf. Und dann hast du halt auch Leute hinter dir gehabt, irgendwie so, die gesagt haben, ja, dann mach doch mal, probier doch mal. Und das ist es heute nicht mehr. Das gibt's heute gar nicht mehr. Heute ist Jugendarbeit einfach nur noch stinkend. Langweilige, das sind alles so Sozialpädagogen, die da arbeiten, irgendwie so, die höchstwahrscheinlich noch nicht erlebt haben, wie man die Scheiße von der Straße frisst. Früher war das halt so, da bist du ins Jutz gekommen und warst willkommen. Dann wurde dir erstmal, was weiß ich, ein Tee oder einen Kaffee dahingestellt und dann wurde erstmal gequatscht. Und heute bist du in dem Laden gefragt, was willst du hier? Und da habe ich gedacht, so, sag mal, was ist denn hier los, ey? Habt ihr euren Job verfehlt oder habt ihr so nicht mehr alles? Handy oder nicht, ja, das war mal lustig. Allein schon mit dem Handy hört man sehr viel Spaß schon gehabt auf Konzerten. Henry ist ja auch mittlerweile Rentner und genießt es ja auch. Und Anita war es nicht eingesetzt. Immer wieder sehe ich es noch. Jutz ist für mich gestorben. Da gehe ich gar nicht mehr hin. Ich mache mich nur traurig. Das war mein zweites Zuhause. Ich habe da manchmal geschlafen, ich habe da gegessen, ich habe da getrunken. Nette, liebe Leute kennengelernt. Es gab in Verden ja auch Demonstrationen für den Erhalt des Jugendzentrums, wo es mich wunderte, dass der Verein noch so viele Leute auch auf die Straße bekommen hat. Das waren irgendwie 200 Jugendliche oder so. Wo die Stadt nachher die Verwaltung vom Jugendzentrum übernommen hatte, da wurde es dann halt immer ein bisschen schwieriger. Also da haben wir dann halt auch echt immer mehr neueren Sozialpädagogen, immer mehr Scheiße miterlebt. Irgendwie so. Dann hatte man halt irgendwo 2014 auch keinen Bock mehr auf die Kacke. Ja, den Raum mieten, ne? Und du musst natürlich einen Sozialarbeiter im Haus haben, den darfst du natürlich dann auch noch bezahlen. So, und das haben wir ja zum Beispiel zum Schluss mal eingesehen, ne, Barton? Ja. Die war dann Action Neustürmer und dann 80, also der Typ, der hat ja gar nichts gemacht, der saß in seinem Büro und du darfst ihn dann den Schulden und zahlen, nur damit er ein Büro hat. Dafür da ist, wenn mal die Alarmanlage losgeht, dass er dann genau. Städtische Jugendzentren, das wussten wir damals schon, haben die langweiligsten Bands, wenn überhaupt Bands spielen. Die haben überhaupt gar keine klaren Stellungnahmen, weder gegen Neonazis noch gegen Kapitalismus. Die sind einfach langweilig. Also das sind einfach so billige Verwahranstalten für Menschen, die noch kein Internet haben oder so. In Achim gab es immer ein städtisches Jugendzentrum und in Walsrode und sonst wo. Und es war einfach langweilig. Das haben uns die Leute auch immer gesagt. Haben da dann das gemacht, worauf wir Bock hatten, so, aber hatten da nie so viel, das war keine Szene oder so, ne, in der wir uns da bewegt haben. Warum da heutzutage nichts mehr stattfindet, das haben die sich halt auch einfach selber eingebrochen. Eine Zeit lang habe ich halt noch Kontakte zu einer Konzertgruppe da gehabt und die hatten noch echt ganz geile Sachen gemacht. Wir haben da damals, also angefangen zu proben erst, es war so 2011, da habe ich mit der ersten Band, in der ich gespielt habe, haben wir einen Proberaum gesucht und dann da zum Jutz sind wir da gekommen und haben dann da unten den Proberaum mitbenutzen dürfen. Dann haben wir 2012 angefangen halt da so selber Konzerte zu organisieren. Und das war dann irgendwann so, dass wir quasi nicht eine richtige Konzertgruppe hatten, aber da mehr oder weniger dann alle Konzerte, die dann da stattgefunden haben, gemacht haben. Da hatte ich echt gedacht so, boah, jetzt gibt's hier nochmal so eine kleine Nachkommenwelle an jungen Leuten, die Bock haben. Und dann hatten die halt auch so Kotzreiz am Start gehabt oder hatten halt auch Radio Havanna hatten sie noch am Start, Rantanplan. Fand ich echt ganz geile Sachen so, wo ich dachte so, ja, ist doch cool, dann kommen mal wieder Leute nach. Aber das haben halt die Sozialpädagogen damals total verbockt. Mein Cousin und ich haben das hauptsächlich gemacht und wir haben uns dann immer so ein bisschen von Freunden helfen lassen, die dann mal Theke gemacht haben und dann haben Bekannte gekocht für die Bands und sowas. Also man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir das, also ohne irgendwie Vorkenntnisse, ne, ich war da 15, 16, es war schon so, dass wir uns um sehr, sehr viel auf einmal kümmern mussten oder dass sehr auf uns komplett abgewälzt wurde von Seiten des Jutz. Da hätte man bestimmt irgendwie besser oder mehr unterstützend was machen können von deren Seite aus. Die haben denen da auch einfach keinen Spielraum gelassen und was ich halt echt total lächerlich fand, war, die haben sich halt im Jugendzentrum verschuldet, weil sie ein Konzert veranstaltet haben. Das muss man sich mal vorstellen. Schlecht gelaufen sind die Konzerte, sag ich mal, aus wirtschaftlicher Sicht total immer. Also wir haben nie irgendwie annähernd die Kosten reingekriegt, die wir hatten. Was zum Beispiel gut war, war, dass wir dann durch die Stadt immer diesen Kulturzuschuss gekriegt haben und quasi die nicht gedeckten Kosten uns immer wieder gezahlt wurden. Da war für mich echt klar, ey, das ist hier so ein sinkendes Schiff, da machst du halt nichts mehr. Da hast du als junger Mensch hast du einfach keinen Bock, da in die Pfanne gehauen zu werden. Ich fand das unmöglich, dass von jungen Kids verlangt wird, einen Veranstaltervertrag zu unterschreiben. Ich fand das so unmöglich, wie die mit den Jungs, also mit den jungen Leuten da umgegangen sind. Weißt du, da sind Leute, die haben halt Bock, aktiv zu sein und dann wird dir da echt
Steinen in den Weg gelegt? Wir haben auch tatsächlich einfach aufgehört, weil das irgendwie immer sehr, sehr viel Aufwand war und eben die Resonanz nicht so da war. Es ist halt auch frustrierend, wenn dann keine Leute kommen und du dich aber da total viel drum gekümmert hast. Ich sehe das jetzt zum Beispiel im Unterschied. Also ich arbeite jetzt quasi als Konzertveranstalter und dafür war das damals eigentlich eine ganz geile Grundlage, schon mal einmal gesehen zu haben, was alles dazugehört. Aber auch das Jutz generell, das wahnsinnig unprofessionell eigentlich gemacht hat, was damals für uns halt entspannt war und cool, aber ich das da jetzt so drauf gucke, nö, witzig. Konnten uns halt dann immer rausreden, mit, dass wir noch jung sind. 2014 war das, da hatten wir unser Konzert, da waren ER80 und Sniffing Glue hatten wir da. Das war auch das letzte Konzert, was wir gemacht haben. Und da habe ich mich ja richtig mit denen in die Haare gefällt. War dann halt so, dass die kamen und meinten, das Konzert muss um 12 Uhr vorbei sein. Da meinte ich so, wie soll man das denn machen, bitteschön? Wie soll ich ER80 sagen, okay, aber mehr als eine Stunde spielt ihr heute nicht oder was? Und außerdem irgendwie so, wenn du da 400 Leute hast, dann kriegst du doch den Laden niemals um 12 Uhr leer. So. Ja, und dann hatten sie uns da irgend so einen Honsel da hingesetzt, irgendwie so, das weiß ich noch irgendwie, und den sollten wir noch bezahlen. Da war ich richtig auf 180. Vor allen Dingen, weil der ja die ganze Kalkulation irgendwie komplett durcheinander gewirbelt hat. Also die Eliminierung der Selbstverwaltung war eigentlich eine Frage der Zeit. Die liegt ja auch immer daran, wie stark ist das Jugendzentrum selbst, wie gelingt es dem Jugendzentrum, eigene Mobilisierung zu erreichen und Menschen zu begeistern für gute Ideen. Und in dem Maße, wie das abnimmt, gibt es natürlich Gegenkräfte, die irgendwann ihre Chance wittern, das Ganze mal auflösen zu wollen. Wie gesagt, die Nazis haben es gebacken gekriegt, in der Provinz eine Menge Schaden anzurichten. Und gerade in Pferden war das so. Die Nazis in Pferden zum Beispiel, das waren ja alles keine Dummköpfe, sondern die wussten schon ganz genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, irgendwie so, um das zu erreichen. Und das haben sie erreicht. Hätte auch ohne NPD funktioniert. Die NPD war für die vielleicht sogar eher ein Hindernis. Also das hätten die auch ohne NPD geschafft. Und auch gewollt. Von wegen so linke Terrorzentrale und so ein Schwachsinn, was sie da alles erzählt haben. Irgendwie so. Dabei haben wir nichts anderes gemacht, als Kids zu zeigen, irgendwie so, wie man irgendwie selbstständig mal was auf die Kette kriegt. So, ne? Und das haben sie alles kaputt gemacht. Von meiner Seite aus gibt es hier nochmal ein dickes Fuck you, Stadtrat Pferden, fuck you, diese ganzen Kack-Politiker, die da sitzen und meinen, sie müssen über Jugendliche irgendwas erzählen, irgendwie so, und sich anmaßen, sie hätten Ahnung von Jugendarbeit. Scheißdreck habt ihr. Danke. Selbst der Herr Brockmann hat zum Stich gebracht, der dümmige, arschige Bürgermeister. Ich denke, ein Hauptproblem, warum wir so wenig langfristig mobilisieren konnten, warum wir so wenig Menschen an das Jugendzentrum binden konnten, dass die auch mal so über 10, 20 Jahre da bleiben und die Arbeit weitermachen und auch die Erfahrungen weitergeben, lag einfach daran, dass Pferden eine kleine Provinzstadt ist, wo heranwachsende Leute und Jugendliche einfach ab 20, 25 in die größeren Städte gehen. Also wir hatten immer damit zu kämpfen, bei jedem Projekt, sowohl beim Infoladen als auch im Jugendzentrum, dass die Aktivisten mit 25 oder 30 Jahren nach Bremen gegangen sind oder nach Berlin gegangen sind oder sonst wohin gegangen sind. Das heißt, es gab in Pferden kaum personelle Kontinuität. Das war eines der Hauptprobleme, warum letztendlich das Jugendzentrum auch so schwach war und immer schwächer wurde und letztendlich als Selbstverwaltung aufgelöst werden konnte. Ja, wenn es das jetzt nicht mehr gibt, ist es echt sehr schade, weil da fehlt natürlich was. Gerade in so eher ländlicheren Regionen, wenn du dann so ein Zentrum hast, wo halt die ganzen Kids, Jugendlichen hinkommen können und so. Also für uns war es auf jeden Fall schon wichtig, würde ich sagen, dass es das gab. Und hat uns auch ziemlich geprägt, die Zeit da. Irgendwann trat das ein, was ich überhaupt nicht für möglich gehalten habe. Das war, glaube ich, 1-2 Jahre später. Da meldeten sich per Internetplattform und auch per Presseerklärung Altaktive zu Wort, die längst vor meiner Zeit im Jugendzentrum waren und dort aktiv waren im Vorstand. Das waren die Menschen, die waren inzwischen 60 Jahre alt, wohnten in allen Gegenden der Welt und hatten irgendwie hoch angesehene Berufe und die setzten sich für den Erhalt der Selbstverwaltung ein auf einmal. Und deren Maxime war, ja, okay, also wir können zwar die Selbstverwaltung des Jugendzentrums nicht mehr unmittelbar herstellen, aber wir können die SPD vor uns hertreiben mit politischen Forderungen und dass wir immer weiter Druck machen. Das war nochmal ganz toll. Und einfach nochmal ein Riesenkompliment, weil das Jugendzentrum und Selbstverwaltung hat eine Wahnsinnstradition aufgebaut. In Pferden, im Landkreis Pferden und im großen Teil Norddeutschlands. Wenn da Tanz in den Advent war, wenn da der Christmas Blues war, da kamen Leute, die hatten längst keine Haare mehr auf dem Kopf. Die waren grau auf dem Kopf bis dort hinaus. Die gingen schon am Krückstock oder am Rollator. Und wenn du die gefragt hast, was haben die da gerade in den 80er Jahren erzählt, dann haben die aus den 70er Jahren erzählt. Und das waren Menschen, die hast du sonst überhaupt nicht mehr gesehen. Da hätten wir im Prinzip Listen auslegen können, tragt euch mal ein,
falls wir als Vorstand, falls wir als Jugendzentrum eure Hilfe brauchen, wenn die Stadt uns kürzen will oder dicht machen möchte, dann brauchen wir eure Hilfe. Es hat sich leider nicht durchgesetzt und das war auch wirklich ein Fehler, weil wir hätten in 10 Jahren so viel Unterstützung schon im Vorfeld sammeln können, dass das Jugendzentrum der Stadt besser hätte Paroli bieten können. Das Jugendzentrum war enorm traditionsbildend für eine ganz tolle emanzipatorische Musik, aber auch politische Kultur im Landkreis. Und so ist das jetzt das Jutzfern heute. Es gibt keine Konzerte mehr, seit Jahren nicht mehr. Und das ist sehr schade, weil wirklich eine große Konzert- und Kulturszene daran kaputt gegangen ist. Das ist wirklich schlimm. Das Jutzfern hat verhindert, dass viele, viele rechte Strukturen gerade dort auf dem dörflichen, ländlichen, rund um Pferden herum wirklich, wirklich stark werden konnten. Und jede Kleinstadt, die eine lebende Konzertszene hat, ich meine, denk mal ans Alhambra in Oldenburg oder den Schlachthof in Aurich, in all diesen Städten gab es viel Kultur und viele Sachen. Und dass Politiker von heute und Städte von heute überhaupt nicht mehr das Interesse daran haben, solche Kulturstätten weiter zu fördern oder offen zu halten, um wirklich jungen Kids eine Möglichkeit zu geben, sich anders rauszudrücken, als irgendwelchen Idioten hinterherzulaufen oder einfach nur noch im Netz zu surfen. Ich verstehe es einfach nicht. Wir brauchen diese Jugendzentrenkultur und wir brauchen diese kleinen, ganz vielen Spielorte in Pferden und auch in welchen Städten sind wir gewesen. Salzgitter waren wir mal öfters. In Göttingen gibt's coole Strukturen. Schlag mich tot, in vielen, vielen Städten gab's diese kleinen Läden und es gibt sie inzwischen viel, viel weniger und viel weniger stecken Kraft rein. Und das einhergehend mit all der Scheiße, die da so, sonst wie passiert. Ich sage weiterhin, wenn wir wirklich gucken wollen, dass kulturell was läuft und dass wir weiter unsere Szene durchsetzen und dass wir nicht gucken, dass irgendwelche Arschlöcher irgendwie das Ganze übernehmen, dann brauchen wir diese kleinen Orte. Ich meine, hier in Hamburg, da haben wir 1000 Konzerte, da haben wir 1000 Spielräume. Aber gerade in so Orten wie Pferden und anderen ist es wichtig, dass wir dort schauen, dass weiter Kultur gemacht wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr, solltet ihr irgendwo dort vom Land kommen, engagiert euch in einer Konzertgruppe, macht irgendwas, tut irgendwas, holt eure Lieblingsbands her, kratzt irgendwie euer Geld zusammen, um irgendwie einen kleinen Auftritt mit PA in irgendeinem kleinen Jutzi hinzukriegen. Und ihr könnt mir theoretisch Bescheid sagen. Ich will nichts versprechen, aber ein paar coole Konzerte immer, why not? Insofern wünsche ich euch viel Spaß, bis zum nächsten Video. Habe ich zu viel erzählt? Ja. Nein. Oh. Perfekt.